Guten Morgen, mein Junge. Wie hast du geschlafen? Was zum verfluchten Störe ich gerade? Freddy, wir haben auch eine Tür. Hey, Jalter hier. Ich hab Freddy Fazbear's abgefackelt. You what? Frag nicht warum, ich hab's einfach gemacht. Und nachdem ich Aufstände in Ravenbrooks veranstaltet habe, bin ich mal wieder bei meinem guten Opa Louis vorbeigefahren, um dort zu übernachten. Unwissentlich sind mir jedoch die nun obdachlosen Animatronics gefolgt und scheinen nach einem neuen Zuhause zu suchen. Und da das einzige Gästebett bereits für eine Person zu klein ist, dürfte das etwas kritisch werden. Ich hoffe doch, dass mir niemand irgendwie folgen wird. Es tut mir jetzt echt leid. Die Freude an der Kreation teilen wir doch alle, nicht wahr? Hi. Hey, das Bett ist vielleicht etwas zu klein. Soll ich Angst haben vor irgendwas? Was soll denn groß passieren, ne? 3 Uhr 28 nachts. Klopf, klopf, jemand zu Hause? Irgendwer? Nein? Ich suche nach einem Gästezimmer. Gästezimmer ist belegt. Dann probiere ich es wohl einfach später wieder. Oh, hey, du bist. Ich sehe dich immer noch, ne? Mach zu! Jetzt nicht mehr. Hi, Freddy. Grüß dich. Bist wohl verschwunden. Ich bin... etwas? Hallo? Habe ich hier schon geklopft? Oh Mist, das habe ich ja schon. Naja, ich probiere die anderen Türen. Ich kann dir nicht erklären, was zur Hölle das gerade war. Ist da wer drin? Hallo? Oh, Mensch, die Tür ist echt instabil. Sollte man vielleicht mal reparieren. Hier ist ja anscheinend eh niemand. Ah, hier ist niemand. Jap, jap. Alles gut mit uns. Ja. Wenn er dreimal klopft, dann kommt er rein. Good to know. Das ist der Closet. Okay. Hol dir doch eine Umarmung von deinem guten Freund Freddy. Nein, ich will nichts haben. Warte mal. Hast du nicht unser Zuhause abgefackelt? Wie konntest du nur? Tut mir leid mit eurem Zuhause. Du hast ihn gefunden? Aber wo ist er denn? Ich hätte mir das etwas anders überlegen sollen. Es tut mir ja leid. Ich hätte... Ich meine, ihr seid doch rausgekommen, oder nicht, ne? Was soll denn dieser ganze Tumult? Weißt du ja, wo die Küche ist? Ich hab Kohldampf und will mir eine Pizza machen. Schön mit Salami. Oder doch Schinken? Gehst du bitte? Hier ist nix. Hier ist keine Pizza, hier ist gar nichts. Es dauert verdammt lang, habe ich das Gefühl, ne? Hey, könntest du... Nein! Nein, hier ist nichts. Dieser Vorhang ist so abstoßend. Ich gehe wieder. Du bist blind. Ich hab die Küche nicht gefunden. Störe ich gerade? Freddy, wir haben auch eine Tür. Aua! Aua! Och, Michael! Oh Gott, ich hoffe, ich weck meinen Opa Louis nicht, ne? So echt mal. Dass Chica einfach reinkommt, ne? Das hat mich gerade so verwirrt. Sorry, Freddy. Ich will nur melden, dass es hier echt schmutzig ist. Ja, ja. Also der Brand. Ach, komm schon. Weirdo. Warum lasse ich das nicht zu? Was habe ich für komische Folgen gekauft? Opa Louis! Was hast du da gekauft? Sag mal, weißt du, wie laut du bist? Oh, sorry. Ich war im Ratzen hier. Ja, es tut mir leid. Und die Vorhänge sind magnetisch. Special Edition. Ja, es sind magnetische Vorhänge. Ganz toll. Und jetzt geh wieder ins Bett, Jungchen. Digga, es ist mitten in der Nacht. Ja, ich geh ins Bett. Ich bin im Bett. Dann penn endlich und brüll nicht das ganze Haus zusammen. Ich versuche jetzt zu pennen, aber ich kann leider nicht. Ich habe nämlich ein bisschen was zu tun hier, weißt du? Kann ich auch irgendwo schlafen gehen? Also, wenn es dann sauber ist? Du schläfst nicht hier in diesem Haus. Keiner von euch tut das. Was war das? Will ich es wissen? Eigentlich nicht. Scheiße. Wo ist die Küche? Schläfst du? Sag mal, was scheißt du denn so rum? Ja, sorry, Opa. Sorry. Weißt du, wie laut du und deine komischen Freunde sind? Ich weiß, es war laut. Leute, wir müssen mal ein bisschen leiser machen. Bitte. No! Das war nicht leiser. Ups. Ach, wie soll ich das machen, Alter? Ich bin total scheiße da drin. Tja. Mehr und mehr beschleicht mich das Gefühl, dass die Animatronics gar nicht wissen, dass sie einem wehtun. Zudem berauben sie sowohl mir als auch Opa Louis den wohlverdienten Schlaf. Hey, it's me, Michael. Du hast ganz tolle Schande über unser Dorf gebracht. Oh! Ganz ehrlich, Opa Louis sollte mal das Design dieses Gästezimmers ein bisschen überdenken, ne? Opa? Wenn du das hörst! Das wirst du hören, ich weiß es, weil du bist sehr hellhörig und schläfst nebenan im Zimmer oder so. Ich kenne mich ehrlich gesagt im Grundriss des Hauses nicht mehr so allzu gut aus. Gestalt mal das bitte alles hier um, ja?
Ich hätte gern wieder ein anständiges Bett und nicht so eine komische Babykrippe. Es ist ziemlich eng hier drin, weißt du das? Hättest aber anrufen können, dass du hier übernachtest, weil du irgendwelche Feuer gelegt hast. Ja, ich weiß, dass ich mich nicht angemeldet habe, aber ich kann auch schlecht die ganze Zeit in meinem Van pennen, ja? Wo sind die Reinigungsmittel? Ist schwer zu sehen ohne Gesicht. Oh nee. Sei mal ein bisschen leiser. Opa Louis versucht jetzt zu schlafen, der ist alt und gebrechlich, ja? Digga, was für gebrechlich, ich bin topfit. Natürlich hat er das gehört. Nein, du bist nicht gebrechlich, ja, sorry, aber du willst ja wohl deinen Schlaf haben, ne? Ja, ich will pennen. Ja, meine ich doch. Wir haben 1 Uhr. Das ist nicht gut. Fuck. Leg dich hin! Ich schlafe, by the way, ne? Kannst du mir bitte eine Pizza warm machen? Ich krieg das nicht hin. Geh schlafen, Chica. Ach, ich mach dir morgen früh eine Pizza, okay? Versprochen. Yay. Ich weiß nicht, ob... Sorry, die Störung. Sind hier die Reinigungsmittel? Moment. Warum schon wieder dieses Zimmer? Dieses Haus ist so verwirrend. Ja. Die Reinigungsmittel sind immer noch nicht hier, nein? Tut mir leid. Da musst du dich vertan haben. Du irrst ziemlich rum, kann das sein? Wie lange noch bis morgen ist? Hallo? Hast du mich gerade einfach nur angestarrt? Warum leuchtet das ist gelb? Oh, weil wir halt Halbzeit sind. Warum zitter ich so krass? Warum zitter ich? Oh. Was ist los? Oh. Das Licht, oder? Das Licht. Ich drehe langsam durch. Ich drehe durch. Nein. Ich darf nicht durchdrehen. Ich darf nicht durchdrehen. Liebe Animatronic-Freunde, wir sind doch alle Freunde, nicht wahr? Bonnie, das wievielte Mal hast du jetzt geklopft? Das zweite Mal, ne? Oh, ich werd ganz schön hibbelig, ja? Ich werd ziemlich hibbelig. Freddy nicht. Freddy, bitte. Du hast nach mir gerufen. Freddy. Diese Vorhänge. Hier muss doch eine Eingangstür sein. Ja, geh mal schön nach der Tür suchen, ja? Ganz brav. Ich hab das Gefühl, dass ich eventuell ein wenig gerade am Durchdrehen bin. Nun wenig. Nun ganz kleines bisschen. Das ist nicht gut. Das ist ganz so gar nicht gut. No. Opa Louis? Bist doch da? Schläfst du schon? Ich schlaf tief und fest. Jetzt halt dein Maul. Hau bitte ab. Hau ab! Was bist du? What the fuck? Ich liebe es. Muss ich Fragen stellen? Nee, Digga. Nicht gesund! Es tropft! Sass. Hier ist Bonnie. Scheiße! Hört auf! Hört bitte auf! Ich dreh, glaube ich, gerade durch, oder? Also, es könnte sein, dass ich gerade kurz davor bin, richtig auszurasten. Was? Nein! Ich hab's geschafft! Ich bin mein Ziel! Du hier so Five Nights at Freddy's! Ja, ich hab durchgeschlafen. Ich bin richtig ausgeschlafen. Bin jetzt richtig glücklich, wieder in den Tag zu starten und zur Arbeit zu fahren, denn ich hab auf jeden Fall so ungefähr 20 Sekunden lang meine Augen zugehabt. Ja, ganz genau. Danke Bonnie, danke Freddy, danke Chica, danke Foxy. Ihr wart richtig tolle Kameraden hier zum Schlafen. Danke, dass ihr mich besucht habt. Vielen, vielen Dank. Ihr wart richtig lieb. Ist mir egal, was da steht. Ich hab's eh nicht durchgelesen. Ja, wir haben das nächste. Halleluja. Komplett übermüdet von meiner schlaflosen Nacht habe ich mich dann aus dem Bett gezogen und mich in die Küche geschleppt. Schließlich hatte ich ja noch ein Versprechen einzuhalten. Pizza Time. Guten Morgen, mein Junge. Wie hast du geschlafen? Was zum verfluchten Fick? Opa Louis, die macht doch nichts. Die will doch nur Pizza haben. Nein, das Huhn muss raus. Das Huhn muss raus. 12 Uhr mitternachts. Werde ich das ganze Spiel jemals durchspielen? Nein, werde ich nicht. Originale Nichtskönner. Erase all progress, lass das mal machen. Miss Input. Nachdem ich die Nacht tatsächlich erfolgreich überstanden habe, glaubte ich nicht daran, dass ich in der nächsten Nacht wirklich länger schlafen würde. Also entschied ich mich, es mir im Wohnzimmer von Opa Louis gemütlich zu machen. Für einen entspannten Netflix-Abend. Ich hatte nur nicht damit gerechnet, dass Opa Louis seit Ewigkeiten keinen Streaming-Dienst mehr benutzt hat. Und ich somit ganze 87 Updates installieren musste. Och Mann, ey. Five Nights at Louis, Alter. Oder letzte Nacht nicht wirklich gut funktioniert hat mit Opa Louis, gehe ich jetzt hierher und gucke ein bisschen Fernsehen. Löwenzahn. Oh, it's me, Michael. Ach, Michael. Pause. Oh, ich muss die aufhalten, ne? Richtig. Foxy kommt von der Seite. Oh Gott, ich muss das richtig timen. Ich sollte mich hinstellen. Hier hin? Und dann sieht er mich nicht? Are you for real?
Das hat nicht ganz so funktioniert, wie ich es wollte. Aua, Freddy. Aua. Probier das nochmal. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht genug Zeit. Ja. Jemand zu Hause? Ich habe etwas von einem Netflix-Abend gehört. Sind alle in der Kajüte, hä? Oh, mach hinne. Unmöglich. Oh, jetzt lässt du dir aber Zeit hier. Warum geht denn diese verdammte Tür nicht auf? Ich zieh doch wie ein... Oh, warte. Drücken. Mach mal. Oh. Ich habe endlich die Haustür gefunden. Draußen ist es echt ungemütlich. Und niemand ist hier. Das ist super. Mein Zeh! Wie soll man denn auch ohne Gesicht irgendwas sehen? Das klang aber nicht gut. Ich weiß nicht mal, wo ich hier bin. Ah! Okay. Learning by doing und so weiter, ne? Ja, ja. Oh Gott. Arr, Netflix, warum versteckst du dich? Ich bin doch so gut aussehend, warum solltest du dich denn vor mir verstecken? Ich hab mich verlaufen. Nicht gut, gar nicht gut. Gar nicht gut. Ich hab was von Netflix gehört. Also da wäre ich mit dabei. Oh! Ah! Aua! Oh, bin voll mit dem Fuß gegen diese verdammte Tür gestoßen! Oh, diese Tür! Ich sollte vielleicht besser wieder gehen. Alright then. Ach du Scheiße, ist das knapp bemessen. Der Kollege ist schon da, ja, ganz genau. Bam, hier bin ich. Hi, na, wie geht's? Könntest du bitte aufhören, die Türen hier von Opa Louis zu beschädigen, der hat das selbst lackiert, ja? Wenn da wer einen Kratzer reinhaut, ist er ein toter Mann. Die warten auch immer so random. Oh Gott. Boah, hi, Foxy, na? Kann uns wer eine Bühne hier drin bauen? Alter, ich baue euch keine Bühne. Wir kriegen eine Bühne? Ich küsse dich! Nein! Du! Huh? Ah, das ist ja ganz schön schwierig, ja? Ach was. Tja, diese Nacht werde ich wohl leider keinen Schlaf mehr bekommen. Und auch keinen gemütlichen Fernsehabend haben. Tja, ich werde wohl die Nacht sehen müssen, wo ich bleibe. Die Animatronics und ich haben jetzt offenbar Rollen getauscht. Ich hoffe nur, dass es Opa Louis gut geht. Aber der scheint sich davon ja nicht wirklich beeindrucken zu lassen. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, falls euch dieses Video gefallen hat. Und teilt dies jedoch gerne mit Leuten, denen es ebenfalls gefallen könnte. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Wenn da ein Kratzer reinhaut. Oh, fuck. Wer da. Oh, fuck. Wenn da wer ein Kratzer reinhaut. Wenn da wer ein Kratzer reinhaut, ist ein toter. Ist er. Was, Junge, was ist da geschrieben? Ach, man, das ist ein normaler Satz, aber ich kann nicht lesen. Wer da ein Kratzer reinhaut, ist er ein toter Mann. Wenn da wer. Oh Gott. Wenn da ein Kratzer. Fuck, Junge. Wenn da wer ein Kratzer reinhaut, ist er ein toter Mann. Los, Boys, hermanos.